begrüße euch. Guten Tag. Ja, oder was geht? Hier ist wieder Tobi. Wir sind zurück bei FIFA 17 in der Karriere mit der SG Dynamo Dresden. Beim letzten Mal gab es ja in dem Sinne eigentlich schon ein Schützenfest, kann man meinen. Ein 4:0 gegen den ersten FC Union Berlin vor heimischem Publikum. Und ich muss wirklich sagen, die Chancenverwertung war top und vor allem in der Defensive sah das sehr stabil aus. Also in Relation zu den letzten Spielen war das dann eine deutliche Verbesserung. So, jetzt gehen wir erst einmal schnell in die Trainingseinheiten und wollen mal gucken, bei wem wir hier noch ein bisschen was rausholen können. Stellungsspiel und Abschluss nehmen wir mal für Stefaniak. So, Alena, der geht jetzt auch schon bald auf eine 66 hoch. Nice. So, Heinrichs haben wir hier noch. Auch den müssen wir fördern, der ist richtig gut. Und Schwäbe. So. Und unser Keeper, da können wir auch noch ganz viel rausholen. Bin eigentlich versucht zu sagen, ist einer der besten in Liga 2. So, Pulisic geht hoch, Alena geht hoch, Heinrichs geht hoch. Sehr schön. Damit kann man was anfangen. So. Und dann gehen wir mal ein bisschen weiter. Es geht also gegen Hannover 96. Gegen einen Aufsteiger. Ja, und dann zwei Tage später geht es schon wieder ins nächste Spiel gegen Bochum. Mögliche Nationaltrainerposten. Ja, nein, also nein. Nix Bolivien. Und nix Ungarn, bitte. So. Dann würde ich meinen, gehen wir doch einfach mal rein. Also, der ehemalige Bundesligist Hannover 96 gegen Dynamo Dresden. Einzige Änderung bei uns ist, dass Konrad in der Innenverteidigung steht für Ballas. Aber mehr haben wir da jetzt auch nicht geändert. Oh. Also ich glaube, diese Übung mussten wir bei The Journey schon mal machen. Da ging das aber alles ein bisschen leichter. Ah, so. So kann das was werden. Fernschüsse müsste die Übung einfach heißen, ne? Ach du großer Gott. Gut, das können wir anscheinend gerade nicht so. Ne, Fernschüsse scheint jetzt nicht so die Stärke von Testro zu sein. Na, wobei. Okay, nee. Lassen wir das. So. Gehen wir nach Hannover in die HDI Arena. Hannover 96 gegen Dynamo Dresden. Wollen wir doch mal schauen, wie sich der Absteiger aus der Bundesliga präsentiert. Das Wetter ist nicht schön. Es regnet in Hannover. Gucken wir. Spieler im Fokus. 5 Tore aus den letzten 3 Spielen. Pascal Testro, der mit einer absoluten Torgefährlichkeit glänzt. Außerdem ist er auch noch Vorbereiter gewesen beim letzten Mal gegen Union Berlin. Das ist die Aufstellung von Hannover 96. 4-2-3-1. Niklas Füllkrug, auch mal in Bremen gespielt, ist vorne im Sturm der zentrale Mann und hier Tobi Gibson, quasi wir. Guckt sich das Ganze von der Seitenlinie an. Und das ist die Startaufstellung der Dynamo. 4-4-2 mit Raute. Stefaniak und Testroth, ein gefährliches Duo da vorne. Ich glaube, die Aufstellung ist so, wie wir sie gewählt haben, ganz in Ordnung.
ganz am Anfang der Saison haben wir uns ja für dieses 4-4-2 entschieden mit zwei Stürmern, haben uns gegen ein 4-3-3 entschieden. Dynamo Dresden stößt an in gelben Trikots von rechts nach links spielend. Und dann gucken wir mal, wie sich Dynamo hier heute präsentiert. Natürlich hat Hannover den Vorteil der Bundesliga-Erfahrung, während wir frisch aus Liga 3 hochgekommen sind. Das muss nicht zwingend was heißen. Testrot verfolgt dort seinen Gegenspieler und holt sich den Ball. Berko, kriegt er den noch? Berko kriegt den noch. Er kriegt auch die Flanke hin. Ja, erste Annäherung von Dynamo Dresden. Stefaniak. Pulisic. Pulisic und der geht rein. Das ist das 1:0 für Dynamo Dresden. Da war ganz viel Glück dabei. Christian Pulisic, aber er macht ihn. Fakt ist, er macht ihn. Der US-Boy. 1:0 nach guten 8 Minuten. Die Balleroberung, dann ist es Osman und Stefaniak mit einem ganz klugen Pass auf Christian Pulisic. Und dann geht dieser Ball an den Innenpfosten. Er rutscht im Regen sogar noch weg, aber der ist absolut unhaltbar. Der ist absolut unhaltbar für Czauner. Und das ist das 1:0. Dynamo Dresden mit der ersten Torchance. Das 1:0. Wie gegen Union Berlin. Hannover wirkt erst einmal konsterniert. Wie können sie antworten? Oder kann Dresden hier sogar noch nachlegen? Heinrichs wunderschöner Seitenwechsel auf Berko. Also viel wird jetzt davon abhängen, was Hannover hier als Antwort auf dem Platz zeigen kann. Körpersprache, Einsatz. All das muss jetzt passen. Nach dieser unerwarteten frühen und unvorhergesehenen Führung für Dynamo Dresden. Pulisic mit dem Ball auf Testrot. Czauner ist gerade noch da. Ah, Osman. Stefaniak. Stefaniak und dann auf der Linie. Die Verteidigungsaktion. Also nächste Riesenchance für Dynamo Dresden. Da war gerade ganz schön viel Verkehr vor Czauner. Sah dort den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Und Dynamo Dresden erreicht hier das, was man erreichen will. Verwirrung stiften mit eigener Dynamik, mit eigener Kreativität vors Tor des Gegners. Und dann Chaos anrichten. Stefaniak. Immer noch Stefaniak. Schade. Der versucht, den Ball auf Testro zu spielen, misslingt ihm leider. Ansonsten ist das, was Dresden hier macht, bis hierhin nicht schlecht. Und das wurde auch schon mit einem Tor belohnt. So, Teixeira, Heinrichs. Stefaniak, Pulisic kommt wieder außen und es gibt den Einwurf für Dynamo Dresden. Bei Hannover ist das Problem, das sieht jetzt nach vorne nicht wirklich kreativ aus. Das ist bis dato sehr ausrechenbar. Während Dresden hier wirklich das Ganze mit Überraschungsmomenten schafft aufzuziehen. So, das war ein Foul. Das war ein Foul. Der Vorteil läuft, aber jetzt gibt's den Freistoß und es gibt die erste gelbe Karte in dieser Partie. Und die gibt's für Giuliano Modica.
Und hier sehen wir auch warum. Ist zwar sein erstes Vergehen, aber er bewirbt sich da eben schon für eine gelbe Karte. Und das ist die erste gute Chance von Hannover 96. Sebastian Meyer von Hannover scheint sich da mit einer Verletzung zu plagen. So sagt es zumindest die Infografik. Gucken wir aber erstmal auf das, was hier passiert. Christian Pulisic. Zum ersten. Der zweite Ball kommt auch rein. Und dann ist es Testrot. Mit einem starken Kopfball. Aber Czauner hält das Ding. Ah, Osman. Oh, da darfst du nie den Ball verlieren. Also, Hannover hinten wackelig. Weil Dresden hier unfassbar viel richtig macht. Im Spiel nach vorne. Alena. Die Flanke. Die ist nicht schlecht, aber dann der Kopfball zu ungenau. Ansonsten kann Dresden auf das, was man hier bis dato leistet, stolz sein. Das ist eine richtig gute Leistung. In der Offensive ist das wirklich kreativ. Da ist Spielwitz drin. Da ist auch die nötige Aggression drin. Das nötige Tempo. Ah, Osman. Die Flanke dahin. Kommt Stefaniak. Schade. Der einzige aus den Offensivreihen, der heute nicht so sehr auffällt, meiner Meinung nach, ist Berko. Der hält sich heute noch ein bisschen zurück. Hoffen wir mal, dass der den Turbo dann auch noch anschmeißt. Testrot. Pulisic. Flanke, da kommt Stefaniak. Czauner ist einmal mehr gefordert. Einwurf für Dresden. Die Gäste führen also hier nach gut einer Halbzeit verdient mit 1:0. Und Hannover, ja, wo fehlt's? Also Kreativität offensiv, da fehlt's, und die nötige Konsequenz. Konsequent Chancen erarbeiten, sich Chancen erspielen. Das funktioniert bis hierhin zumindest noch nicht so gut. Stefaniak. So, Testrot hat den Ball nochmal, aber Schiedsrichter sagt genug erstmal. Es geht in die Kabine. Ich weiß nicht, inwiefern das Wetter hier Dynamo irgendwie bevorzugen könnte oder ob das an den Haaren herbeigezogen ist. Konrad, der Innenverteidigungspartner von Modica, hatte nicht viel zu tun. Und in der Offensive also wirklich Pulisic, Osman, Testrot, Stefaniak, muss ich sagen, gefallen mir sehr, sehr gut. Aber Berko, ja, von ihm kommt da bisher noch nicht ganz so viel. So, Sekunde. Jetzt muss ich kurz die Kopfhörer raus tun. Sekunde. So. Wir sind quasi wieder da, würde ich sagen. So, da sind wir wieder. Also, Hannover 96, 0, Dynamo Dresden 1, ein Durchgang ist gespielt. Der zweite, der liegt jetzt auf dem Tagesplan. So, was muss Hannover hier machen? Selbstverständlich erst einmal in Halbzeit 2 jetzt mehr riskieren als in Halbzeit 1. Und sie müssen eben auch hinten gewaltig aufpassen. Denn sonst gibt es da Chancen für die Dynamo. Ah, Osman. Ah, Osman mit dem Schuss. Ah, Osman, der war richtig gut. Alena, ah, schade. Wenn Christian Pulisic den kriegt und dann abschließen kann, wird es gefährlich. Also, die erste Chance nach dem Seitenwechsel hat Dresden. So, und mit hinten rumspielen wird es schwer für Hannover ein Tor zu schießen. Jetzt mal der lange Ball, der genau
gar nichts einbringt. Also wenn lange Bälle die Lösung sein sollen gegen Konrad und Modikat, dann weiß ich nicht, ob man sich hier ein bisschen informiert hat. So. Einwurf Dresden. Nach Ballbesitz von Hannover, die den Ball dann hier relativ leicht herschenken. Ja, Pulisic, diesmal ist er nicht konsequent entgegengegangen. Vielleicht mal jetzt. Jetzt hat Hannover ein bisschen Ballbesitz. So der Ansatz einer Ballstaffette, aber dann wird es zu ungenau und dann geht es erstmal wieder hinten rum und ja, so wird das natürlich nichts. Teixeira. So, Osman, Alena. Mit Stefaniak. Warum nicht? So, und das ist Hannover. Der zweite Durchgang macht wenig Hoffnung für alle, die es mit Hannover halten. Und dann genau jetzt fällt dieses 2:0 für Dresden. Und damit, ja, unterstreicht das den Satz, den ich gerade ansprechen wollte. Die Hoffnung für Hannover-Fans wird durch den Beginn der zweiten Hälfte jetzt nicht wirklich immens gesteigert. Und dann kommt Dresden hier vors Tor und macht das 2:0. Pascal Testroth. Wer denn auch sonst? Wer denn auch sonst? So. Ist das die Entscheidung? Wenn Hannover so weiterspielt wie bisher, dann kann man da eindeutig sagen, ja, Ausrufezeichen. So. Wenn Hannover jetzt jedoch hier in der Lage ist, das 2:1 zu machen, dann hätte man das nochmal in Frage stellen können. So, puh, wird das schwer. Testroth. Und der Ball landet bei Osman. Der landet bei Osman. Und der geht nicht rein. Da hat Hannover nochmal Glück gehabt. Da hat man wirklich gekämpft. Albornoz war das, der da verhindert hat, dass der Ball über die Linie geht. So, jetzt Kontermöglichkeit vielleicht für Hannover. Wie spielen sie es? Zu langsam. Zu langsam. Zu viel hintenrum, zu viel abwarten. Und in der Zeit hat sich Dynamo hinten fünfmal wieder neu aufgestellt. Harnik. Und die Flanke ist zu ungefährlich. Und Dresden in der Defensive macht man vieles richtig. Schwäbe, der gefühlt das erste Mal in dieser Partie was zu tun bekommt. So, was ist jetzt los? Oh, Schmiedebach hat sich da verletzt. Viele Verletzungen in letzter Zeit, habe ich das Gefühl. Ich muss ganz ehrlich sagen, kleiner Einwurf. Also Philippe kommt für Manuel Schmiedebach, der nicht weitermachen kann. Kleiner Einwurf. Bei Ultimate Team verletzen sich meine Spieler auch unfassbar oft. Das ist unnormal. So, wir machen jetzt mal was. Und zwar Konrad geht hierhin. Ne, wir machen halt so. Und zwar kommt dann für Alena jetzt Ballas und Hauptmann kommt für Osman. So. Eine Viertelstunde geht das Ganze hier noch. Es sieht hier nicht danach aus, als würde Hannover noch einmal ein großes Comeback hier hinlegen können. Gut, wir haben schon vieles im Fußball gesehen. Natürlich, aber es wäre doch arg verwunderlich, wenn die Hannoveraner
das hier nochmal irgendwie umbiegen könnten. Ich weiß nicht wie, sie haben in den letzten 78 Minuten und 50 Sekunden ehrlich gesagt relativ wenig Argumente gegeben, warum ausgerechnet sie das schaffen sollten. Pulisic, der Seitenwechsel rüber auf Berko. Testrot, Berko, Testrot. Ja, schade. Jetzt wollen sie schon ein Schleifchen um ihre Pässe binden. Meier. Der lange Ball. Edgar Pripp ist aber auf einem anderen Laufweg unterwegs. Testrot. Ah, schade. Versuch auf Berko. Pass kommt dann nicht an. So, was macht Hannover jetzt? Puh. Das, also, gerade an diesen Pässen konnte man es erkennen. Dass dann jetzt hier ein Hannoveraner im Endeffekt mit Niklas Füllkrug am Ball ist, das ist eine Verkettung ganz, ganz vieler Zufälle. Und dass dieser Ball reingeht, ist auch ganz viel Zufall. Edgar Pripp mit dem 1:2 Anschlusstreffer. Was war denn da los? Im Endeffekt ist es dann Schwäbe, der den Ball irgendwie von Berko zugespielt bekommt. Da kann er dann aber nicht mehr schnell genug reagieren. Und Edgar Pripp ist dann zur Stelle. 88. Minute. Anschlusstreffer Hannover. Ich kann mir trotzdem nicht vorstellen, dass hier nochmal was passiert. Aber das gerade, es war bezeichnend. Die Art und Weise, wie Hannover da vors Tor gekommen ist. Mit ganz viel Slapstick, mit ganz viel Zufall eben. So, 3 Minuten Nachspielzeit. Was macht Hannover hier? So, nochmal die Flanke. Schwebe ist da. Langer Ball. Gut, das war ein Foul. Ja, aber der Schiedsrichter pfeift die Partie ab. Dynamo Dresden gewinnt gegen Hannover 96. Es war deutlicher, als es das Ergebnis aussagt, muss ich hinzufügen. So ist es das 2:1 für uns. Wir nehmen die 3 Punkte so oder so mit. Das eine Gegentor hätte nicht sein müssen, das gebe ich ganz ehrlich zu, aber gut. Leben ist kein Wunschkonzert. Okay. Wir nehmen das aber auf jeden Fall gerne so mit. Machen jetzt eben noch das Training und dann beim nächsten Mal, also quasi unmittelbar hier nach, geht es dann gegen den VfL Bochum. Hier machen wir mal die Ausdauer noch ein bisschen nach oben bei ihm. So, wen haben wir hier noch? Heinrichs. Und natürlich unseren Keeper, Marvin Schwäbe. Da simulieren wir jetzt noch alles. Und dann würde ich sagen, soll es das für heute auch erst einmal gewesen sein. Also beim nächsten Mal geht es dann gegen den VfL Bochum. Für heute bin ich erstmal raus. Wir verlieren sogar einen Tabellenplatz. Okay. Okay. Aus dem einfachen Grund, ne, warum verlieren wir einen Tabellenplatz? Naja. Egal. Wir versuchen ganz einfach beim nächsten Mal das Ganze so nach unseren Möglichkeiten weiter zu gestalten. Das heißt, ein Sieg gegen Bochum ist die Voraussetzung. Gut. Mädels, in diesem Sinne war es das erstmal von mir. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt FIFA 17. Bis dahin, Mädels. Macht's gut, auf Wiedersehen. Tschüss.